Hallo und herzlich willkommen. Wir gehen nach Naxxramas. Die Tore haben geöffnet und wir wollen die erste heroische Herausforderung machen, nämlich Anubrekan. Anubrekan ist einer meiner besten Spinnenfürsten. Viel Glück, Eindringling. Danke, werden wir brauchen, aber ja, Anubrekan ist eigentlich, ja, es ist das schwerste von den dreien, muss ich zugeben. Aber mit dem Deck, das ihr jetzt auf der linken Seite seht, sollte das eigentlich recht gut klappen. Anduin gegen Anubrekan. Und mit dem Priester sollte es vor allem leicht gehen, weil wir können uns halt eben viel heilen und schaffen dadurch leicht die 45 Schaden oder 45 Leben, die er hat, wegzumachen. Gut, wir nehmen Lichtbrot und Lichtbrunnen. Lichtbrunnen einfach, weil es eine sehr, sehr starke Heilerkarte ist und er mit seinen Spinnen eigentlich recht selten drauf geht. Erste Runde können wir nichts machen und er spielt ein Todesross. Machen wir das weg, kriegt er schon mal 3 Schaden. Das ist gut. Macht vor allem nur 2, deswegen können wir gleich hier den Lichtbrunnen spielen. Okay. Mexa habe ich mit reingenommen, weil es einfach eine verbesserte Kobra ist. Und ich dachte, damit kann ich auch große Tierchen, falls irgendwas kommt, wegkriegen. Gut, wir haben hier einen Verdoppler, könnte ich machen. Aber ich in... Ja, ich möchte Karten ziehen, damit ich möglichst schnell meine guten Karten habe. Und mit den 5 drauf kann er sie, nur wenn er mit beiden drauf geht, wegmachen. Aber das macht er selten. Okay, perfekt. 2-8er. Der auch noch zerstört, wenn wir ihn, also der den Nebenliegenden zerstört, wenn wir ihn zerstören. Ja, das machen wir doch. Eigentlich kein guter Tank. Oder das. Ach nee, wir kriegen ja eine Karte. Okay. Ich habe mich gerade eben gewundert. Okay, wir heilen hier, kriegen nochmal ein inneres Feuer. Hätten jetzt schon auf 5 hochstellen können. Naja, noch nicht. Aber das will ich mir natürlich aufheben für meinen Lichtbrunnen jetzt gleich. Okay. Gut, damit nimmt er uns natürlich diese Karte schön weg. Aber macht nichts, wir heilen ja recht schön. Wir haben 2 Lichtbrüte. Lichtbruder? Brüte? Keine Ahnung. Okay, dann setzen wir einmal die Lichtbrut, genau. Kann 5 Schaden machen, kann also durch die Spinne nicht weggenommen werden. Wir nehmen ihn noch rein. Können jetzt einmal hier Schaden drauf machen. Dann nehmen wir ihn weg. Und schon ist er auf 41 gefallen. Okay, ein beschissener Tank, den er da hat. Wir müssen alle irgendwie auf über 3 bekommen, damit wir überleben. Das heißt, wenn wir zuerst, dann würde die auch auf 1, aber wir könnten 2 Karten ziehen. Andere Möglichkeit, wir verdoppeln hier, haben dann 10er. Ja, wir heilen auf jeden Fall erstmal, damit sie nicht stirbt. Dann verdoppeln wir ihn, damit er ein schöner 10er ist. Nehmen ihn weg, kriegen jetzt hier Mordschaden rein. Okay, und spielen jetzt noch die Priesterin. Und mit dem 5er und mit dem hier rein. Jetzt hoffen wir, dass er keinen Schreckensbaum hat. Okay, er nimmt unsere Priesterin weg. Oh, gut, nicht auf den Brunnen gegangen. Der Brunnen ist sehr, sehr wichtig für uns gerade. Und wir bekommen... Jawohl, jetzt macht er wieder mehr Schaden. In 4er können wir wegnehmen. Wir heilen allerdings noch schnell unseren Lichtbrunnen ein bisschen. Ein bisschen Schnappkiefer macht 2 Schaden. Damit, ja. Wir machen noch mehr von unserem... Ups! Wir machen noch mehr von unserem Schaden. Jetzt bin ich gerade eben ans Mikro gestoßen. Und er macht den Schreckenschwarm. Mist, wir verlieren eine unserer Lichtbrüte. Ja. Okay. Dann müssen wir... Wir können Mexner, wir können Tank noch extra spielen. Wir haben eigentlich im Moment gerade schön Ruhe.
Deswegen auf jeden Fall hier ihn hochheilen. Ein Heuschreckenschwarm wäre natürlich auch weg. Aber Mexer sollte eigentlich... Oh, und das kommt ein Heuschreckenschwarm. Nein! Okay, beide verloren. Jetzt müssen wir so uns irgendwie durchkämpfen. Wir haben Level 9, das heißt, wir können Karten ziehen oder wir spielen einfach mal die Karten, die am meisten Schaden machen. Das ist Schildkröti und leider nur diese kleine Einser. Okay, oh, nächste Todesfrist. Okay, Gott sei Dank, er zerstört ihn gleich. Wir haben wieder einen Heiler. Und er heilt Gott sei Dank Mexer. Damit können wir jetzt auch schön gleich mal ihn hier wegnehmen. Weil er wird ja eh zerstört, egal wie stark er ist. So, einmal. Dann heilen wir natürlich wieder Mexer, damit er nächste Runde auch so schön zubasen kann. Und wir machen jetzt einfach wenig Schaden. Sonst noch irgendwas? Ja, hier nochmal. Wir machen eine breite Front jetzt aus Tanks. Und er spielt einen Heuschreckenschwarm. Und spielt sich einen Vierer hin. Okay, wer wird geheilt? Na toll, ich werde auf 30 hochgeheilt. Genau das, was ich jetzt brauche und krieg ihn nicht weg. Allerdings habe ich ja noch meine zwei Tanks. Deswegen können wir mit allem fröhlich, fromm und frei direkt ins Gesicht gehen. So, heilen noch Mexer ein bisschen hoch. Und ziehen noch ein paar Karten. Okay, heiliges Feuer, sehr schön. Damit können wir einen kleinen mitziehen, falls er da was spielt. Allerdings die Vierer sind natürlich nicht angreifbar. Den könnten wir wegmachen, bringt uns allerdings nichts. Der ist eklig. Okay, da haben wir schon mal einen Gewinner. Wenn wir jetzt wegnehmen wollen, dann eventuell. Aber ich würde sagen, ja, wir haben hier 4, 2, langt uns nicht für die 17. 6, 8, 10, ja, nee, langt nicht. Okay. Dann schauen wir erstmal. Wir nehmen ihn hier doch weg, damit er einfach keinen Schaden macht. Ich meine, wir haben zwar genug und können einfach alles draufsetzen. Sollen wir den damit wegnehmen? Ne, wir bauen nochmal ein Schild auf. Damit haben wir zwei, die alles abhalten eigentlich. Mexer soll sich auch nochmal ein bisschen heilen. Den können wir nehmen, um den Vierer da hinten wegzuhauen. Der Rest geht wieder alles ins Gesicht. Und wir haben die Runde beendet. Mit ein bisschen Glück. Jetzt haben wir da 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14. Okay, wir haben Mexer verloren. Schade. Unsere Tanks sind weg. Aber es langt uns noch und wenn er jetzt abgibt, haben wir gewonnen. So, sehr schön. Wir müssen nur noch an dem Tank vorbei. Wir müssen an dem Tank vorbei. Das langt nicht. Wir können mit beiden drauf gehen, aber die gehen tot und er macht dieses blöde 2 Schaden auf alles. Na gut, der würde eh sterben. Dann werden wir es mit dem Tierchen machen. Dadurch verliert aber er auch einiges. Jetzt hauen wir ihm noch den Schaden rein. Und hauen ihn auf 1 runter und müssen jetzt schilden. Damit die nicht an ihm vorbeikommen. Ich meine, wir sind noch mit vollem Leben. Das sollte nicht das Problem werden. So. Oh, er zerstört es auch noch. Oh, es ist gemein. Aber wir haben gewonnen. Wenn jetzt nichts passiert. Tack. Tack. Schnappi hat auch noch überlebt. Und wir haben es geschafft. Ja,
können wir noch ein bisschen rumspielen. Hier, Schnappi machen wir doppelt so groß. Nehmen damit den blöden Schemen raus. Ich hätte den echt gern als Karte. Das wäre natürlich so also die absolute Finisher-Karte. Und wir haben es geschafft. Also ihr seht, auch Anno Breckern ist sehr, sehr leicht. Haben wir doch schon. Und wir haben das gesamte Arachnidenviertel besiegt. Die anderen Folgen seht ihr woanders. Hier weiter unten könnt ihr es verlinkt haben. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bitte gebt ein Like und bis morgen dann. Tschüss. Hearthstone, Heroes of Warcraft.